Am dritten Tag stießen sie in Landschaften vor, die vor lauter Leere widerhallten. Das Düstere der Gegend schreckte die Deutschen auf. Zu ihrem Erstaunen auch die Gauchos. Der Führer und der Junge tuschelten leise, und ersterer stieg mehrmals ab, um den Boden zu prüfen. Dann fiel ihnen auf, dass es nirgends mehr Gras gab, nicht einen Halm, und an den Disteln die Blätter fehlten. Sie erinnerten an Korallen. Es war unübersehbar, dass die Region unter einer unermesslich lang anhaltenden Dürre litt. Die Erosion des Bodens schritt rasant voran, doch hatten sich anscheinend noch keine Staubbecken gebildet. Sicher wissen konnten sie es nicht, weil sich der Wind vollständig gelegt hatte. In der tödlichen Stille der Luft hörten sie die Huftritte der Pferde, ihre eigenen Worte und sogar ihr Atmen mit beängstigendem Echo. Von Zeit zu Zeit sahen sie, wie der alte Führer schweigend und ängstlich angespannt lauschte. Davon angesteckt lauschten sie auch. Sie hörten nichts. Allenfalls war da die leise Ahnung eines Summens, das sie sich bestimmt nur einbildeten. Aber der Alte hatte einen Verdacht, eine vage Angst hielt sie davon ab, nachzufragen. Anderthalb Tage bewegten sie sich in dieser entsetzlichen Leere. Es gab weder Vögel in der Luft, noch Kuis, Nandus, Hasen oder Ameisen am Boden. Die entblößte Kruste des Planeten schien aus trockenem Bernstein zu bestehen. Als sie das Ufer eines Flusses erreichten, an dem sie Wasser luden, fand der Führer seinen Verdacht endlich bestätigt und gab ihnen die Auflösung des Rätsels. Es hatte sich an den Uferböschungen noch ausgeweitet. Nicht nur waren sie bar jeder lebendigen Pflanzenzelle, auch die vielen Bäume, vorwiegend Trauerweiden, standen vollkommen kahl da, als hätte ein plötzlicher Winter sie entblättert, um sich einen Scherz mit ihnen zu erlauben. Sie boten ein beeindruckendes Schauspiel, so weit das Auge reichte. Fahle Skelette, die nicht einmal zitterten. Und die Blätter waren nicht etwa abgefallen, denn der Boden war nacktes Silikat. Heuschrecken. Die biblische Plage war hier durchgezogen. Das war des Rätsels Lösung, die ihnen der Führer schließlich eröffnete. Wenn er sich damit zurückgehalten hatte, dann aus skrupulöser Wahrhaftigkeit. Er hatte die Zeichen nur dem Hörensagen nacherkannt, so etwas aber nie mit eigenen Augen gesehen. Ihm war auch erzählt worden, wie der Schwarm in Aktion aussah, wovon er lieber schweigen wollte. Es klänge zu fantastisch. Etwas, das angesichts der Ergebnisse undenkbar schien. In Anspielung auf die Klagen seines Freundes über die verpasste Begegnung mit den Indianern, fragte Krause, ob Rugendas es nicht bedauere, auch diesmal zu spät gekommen zu sein. Er stellte sich vor. Grünes Grasland, über dem plötzlich eine summende Wolke niedergeht, und einen Moment später nichts. Konnte das Gegenstand von Malerei sein? Nein. Allenfalls von Aktionsmalerei. Sie setzten ihren Weg fort, ohne Zeit zu verlieren. Es hatte keinen Sinn, sich Gedanken um den Kurs des Schwarms zu machen. Zu groß war das betroffene Gebiet. Alles, was sie tun mussten, war, in St. Louis anzukommen und die Reise, wenn möglich, zu genießen. Alles war Erfahrung, auch wenn sie um Minuten verpasst hatten. Das Vibrieren, das noch in der Luft hing, besaß einen apokalyptischen Widerhall. Aber es hatten sich ganz praktische Widrigkeiten eingestellt, die ihnen das Genießen erschwerten. Noch am selben Abend gerieten die Pferde, die zwei Tage erzwungenen Fastens im Leib hatten, außer Rand und Band. Sie wurden unbeherrschbar und man musste anhalten. Obendrein waren die Temperaturen weiter gestiegen und lagen sicher schon bei um die 50 Grad. Kein einziges Luftmolekül regte sich. Der Luftdruck war rapide gefallen. Ein schweres Dach grauer Wolken hing über ihren Köpfen, ohne ihnen durch Verminderung der grellen Helle Erleichterung zu verschaffen, die sie weiter blendete. Was tun? Dem Kochbürschchen saß der Schreck in den Gliedern. Er mied die Pferde, als würden sie ihn gleich beißen. Beschämt über das Scheitern seiner Führung, hielt der Alte den Blick gesenkt. Eine gewisse Rechtfertigung war, dass er noch nie eine von Heuschrecken leer gefressene Zone durchquert hatte. Die Deutschen berieten in gedämpftem Ton. Sie befanden sich in einer Mondlandschaft mit von Hügelspitzen starrendem Horizont.
Krause war dafür, Kekse zu zerstampfen, mit Wasser und Milch zu verrühren und den Brei behutsam an die Pferde zu verfüttern, ein paar Stunden zu warten, bis sie sich beruhigt hätten und den Marsch in der abendlichen Kühle fortzusetzen. Rogendas erschien der Plan so absurd, dass er ihn nicht einmal erörtern wollte. Sein etwas vernünftigerer Vorschlag sah vor, im Galopp die andere Seite der Höhenzüge zu erkunden. Gewohnt, die Distanz auf Leinwänden zu bemessen, erwies sich ihnen die Ferne dieser Bergzwerge als trügerisch. Sie standen praktisch mittendrin. In diesem Fall durfte die Vegetation das große Fressen nicht unbeschadet überstanden haben. Sie befragten darüber den Führer, bekamen aber kein Wort aus ihm heraus. Man hätte schließlich annehmen können, dass die Bergflanken als Heuschreckenschutzschirm gedient hatten und sie auf der anderen Seite ein Grasland mit reichlich Klee finden würden. Der Reisemaler war so gut wie entschieden. Er würde sich die Erhebungen im Süden vornehmen, Krause die im Norden. Krause machte Einwände. Einen Notgalopp mit Pferden in diesem Zustand hielt er für unklug. Ganz zu schweigen davon, dass sich ein Gewitter zusammenbraute. Er weigerte sich rundheraus. Rogendas wiederum hatte keine Lust, länger zu diskutieren, weshalb er allein aufbrach und verkündete, er werde in 2 Stunden zurück sein. Zum Galopp gespornt, reagierte das Pferd mit einer Freisetzung nervöser Energie. Es war wie sein Reiter so schweißgebadet, als wäre es eben den Fluten entstiegen. Die Feuchtigkeit verdampfte, bevor sie den Boden berührte. Sie zogen eine salzige Dunstspur hinter sich her. Die grauen Kegel der Hügelkette, die er fest im Blick behielt, verschoben sich entsprechend der Linie, die er ritt, ohne merklich zu wachsen. Vervielfachten und öffneten sie sich. Er befand sich schon inmitten der Formation. Warum nur nannte man sie El Monigote, den Kuttenmann? Und noch immer war der Boden ratzekahl und zeigte weder weiter vorn noch irgendwo sonst Anzeichen von Grün. Hitze und Unbeweglichkeit der Luft hatten zugenommen, falls das noch möglich war. Er verhielt die Zügel und schaute sich um. Er befand sich in einem Circus Maximus aus verschrumpeltem Kalk- und Kreidestein. Dem Pferd merkte er seine Nervosität an, ihm selbst lag es zentnerschwer auf der Brust und seine Wahrnehmung war irrsinnig geschärft. Die Luft hatte sich bleigrau verfärbt. Nie hatte er ein solches Licht gesehen. Es war eine gleichsam durchsichtige Dunkelheit. Die Wolken sanken noch ein wenig tiefer, bis er ihr inneres Donnergrollen hören konnte. Wenigstens wird es abkühlen, dachte er. Und dieser banale Satz war der letzte, den er vollständig und kohärent zu formulieren vermochte. Der letzte Gedanke seiner Jugend und eines ganzen Lebensabschnittes. Denn was im Folgenden geschah, nahm er unmittelbar über das Nervensystem in sich auf. Will sagen, es währte sehr kurz und war ganz Handlung, wild und verschlungen. Urplötzlich brach das Gewitter los, mit einem grandiosen Blitz, der den ganzen Himmel erfüllte und ein krakeliges Hufeisen malte. Er reichte so tief herab, dass Rogendas aufschauendes Gesicht, erstarrt in einem Ausdruck idiotischer Verblüffung, weiß aufleuchtete. Ihm war, als spürte er seine unheilvolle Hitze auf der Haut und seine Pupillen verengten sich fast bis zur Unsichtbarkeit. Das unfassbare Poltern des Donners umtoste ihn in millionenfachen Wellen. Das Pferd unter ihm begann sich im Kreis zu drehen. Es kreiselte noch, als ein Blitz in seinen Schädel fuhr. Wie ein Standbild aus Nickel wurden Mensch und Tier von Elektrizität entflammt. Rogendas sah sich leuchten und war für einen entsetzlichen Moment, der sich leider wiederholen sollte, sein eigener Zuschauer. Die Mähne des Pferdes stand senkrecht wie eine Schwertfischflosse. Von diesem Moment an wurde er sich selbst zu einer seltsamen Erscheinung, wie es bei persönlichen Katastrophen zu geschehen pflegt, wo man sich fragt, warum muss mir das passieren? Was er fühlte, als sein Blut unter Strom stand, war schrecklich, aber schnell vorbei. Auf alle Fälle entlud er sich so rasch, wie er sich aufgeladen hatte. Trotzdem war es der Gesundheit sicher nicht zuträglich. Das Pferd war in die Knie gegangen. Der Reiter gab ihm wie verrückt die Sporen, wobei er die Beine zu fast vertikaler Höhe emporriss und wie eine Schere zuschnappen ließ. Auch das Tier entlud sich von seinem Strom. Es stand wie inmitten einer Schale phosphoreszierenden Goldes mit unregelmäßigen Rändern.
Kaum war dieser nur Sekunden währende Vorgang vorbei, als es schon wieder stand und zu gehen versuchte. Darüberhin krachten die Geschütze des Donners. In das, was wie mitternächtliches Schwarz erschien, flochten sich dicke und dünne Blitze. Durch die Hügel rollten wohnzimmergroße weiße Funkenkugeln und die Blitzstrahlen spielten die Queues eines meteoroidenhaften Billards. Das Pferd rotierte. Aufs Äußerste erstarrt zog Rogendas blindlings die Zügel, bis sie ihm aus den Händen glitten. Die Ebene war unermesslich geworden, ohne Ausweg, weil mit Ausweg nach allen Seiten und so gespickt voll mit elektrischer Aktivität, dass es schwer fiel, sich noch zu orientieren. Der Boden vibrierte unter dem Schall der Blitze. Mit übernatürlicher Vorsicht, hoch die Hufe hebend, setzte sich das Pferd in langsam torkelnde Bewegung. Der zweite Blitzstrahl traf es keine 15 Sekunden nach dem ersten. Er war ungleich stärker als der erste und von viel verheerenderer Wirkung. Sie flogen gut 20 Meter durch die Luft, knisternd wie ein kalt entflammter Scheiterhaufen. Sicher wegen der Atomisierung, die Körper und Elemente bei der Gelegenheit erfuhren, verlief der Sturz nicht tödlich, vielmehr gedämpft und federnd. Damit nicht genug, hatte die statische Aufladung des Pferdefells wie ein Magnet gewirkt und Rogendas war während des gesamten Salto Mortale im Sattel geblieben. Doch einmal am Boden ließ die Anziehung nach und der Mann fand sich auf der nackten Erde in Betrachtung des Himmels wieder. Das Gespinst der Blitze in den Wolken wob und zerstob albtraumhafte Figuren. Für den Bruchteil einer Sekunde glaubte er, in ihnen ein fürchterliches Antlitz zu erkennen. Der Kuttenmann. Die Lärmkulisse war betäubend. Gepolter über Gepolter, Donner über Donner. Die Situation war in höchstem Maße abnorm. Das Pferd robbte am Boden wie ein Krebs. Um es herum zerbarsten tausende feurige Einzeller und bildeten eine Art Ganzkörperaureole, die ihm überall hin folgte und ihm nichts mehr auszumachen schien. Schrien sie, der Mann und sein Pferd? Wahrscheinlich waren sie mit Stummheit geschlagen, aber auch wenn sie gebrüllt hätten, wären sie von niemandem gehört worden. Der abgeworfene Reiter tastete mit den Händen am Boden nach einem Halt, um sich aufzurichten, aber es war alles zu geladen, als dass man es hätte anfassen können. Das Pferd rappelte sich auf und eine instinktive Erleichterung überzeugte Rogendas, dass dies ratsam war. Für den Moment musste es tröstender Gesellschaft entsagen, um sich vor einem dritten Blitzschlag in Sicherheit zu bringen. Tatsächlich, das Pferd kam hoch, struppig, monumental, das Gewebe der Blitze halb verdeckend und seine Giraffenbeine knicksten in störrischem Trippeln. Der Kopf schenkte dem Ruf des Wahnsinns Gehör und es ging durch. Rogendas aber ging mit. Er konnte und wollte das nicht begreifen. Es war zu monströs. Er fühlte sich mitgeschliffen, fast wie in Levitation, ein Effekt der elektrischen Dehnung, als wäre er der Trabant eines gefährlichen Sterns. Indes wurde das Tier schneller und er hing auf- und abprallend hintendran und verstand rein gar nichts. Was er nicht wusste, ein Fuß hatte sich im Steigbügel verfangen. Ein Unfall, der oft kopiert, ein zeitloser Klassiker in der Reiterei, darum nicht aufhört, sich dann und wann zu wiederholen. Die Elektrizitätsentfaltung endete so plötzlich, wie sie begonnen hatte, was schade war, denn ein gezielter Blitz, der das Tier gestoppt hätte, würde dem Maler eine Menge Unannehmlichkeiten erspart haben. Aber die Wolken sogen den Strom wieder ein, Wind kam auf, es regnete. Das Pferd galoppierte und galoppierte. Wie lange genau erfuhr man nie. Es war auch eigentlich egal. Lang oder kurz, das Desaster war da. Erst im Morgengrauen des folgenden Tages wurden sie von Krause und dem Führer entdeckt. Das Pferd hatte seinen Klee gefunden und graste somnambul, wobei es ein am Steigbügel hängendes blutiges Bündel nachzog. Sie hatten die ganze Nacht über gesucht und im Moment höchster Angst hatte der arme Krause ihn schon für tot gehalten. Ihn zu finden brachte nur teilweise Erleichterung. Da war er endlich, aber bäuchlings hingestreckt und reglos. Sie forcierten ihren Ritt und sahen zwischenzeitlich, dass er sich rührte, ohne seine im Kuss der Erde befangene Haltung zu verändern. Die leise Hoffnung, die ihnen daraus erwuchs, erstarb, als sie bemerkten,
dass nicht er sich bewegte, sondern die zerstreuten Weideschritte des Pferdes ihn zerrten. Sie saßen ab, lösten ihn vom Steigbügel und drehten ihn um. Entsetzen verschlug ihnen die Sprache. Brugendas Gesicht war eine verquollene, blutige Masse. An der Stirn trat der Schädel hervor und Hautfetzen hingen ihm über die Augen. Die Nase hatte ihre typische Form, das Augsburger Adlerprofil, verloren. Die geschundenen und zurückgedrängten Lippen ließen die Zähne frei, die wie durch ein Wunder alle unversehrt waren. Als erstes war zu prüfen, ob er atmete. Das tat er. Ein Detail, das dem Folgenden einen Anstrich von Dringlichkeit gab. Sie luden ihn auf sein Pferd und nahmen ihn mit. Der Führer, der in seine Rolle zurückgefunden hatte, wies eine Richtung, in der ihm ein paar Höfe erinnerlich waren. Am Vormittag kamen sie hin. Das Geschenk, das sie den armen Bauern mitbrachten, war hochgradig geeignet, bei ihnen für Verblüffung zu sorgen. Wenigstens konnten sie erste Maßnahmen ergreifen und sich Klarheit über die Situation verschaffen. Sie wuschen sein Gesicht, versuchten es wiederherzustellen, indem sie die Teile mit den Fingerspitzen zurechtrückten, legten heilende Hamamelispflaster auf und stellten fest, dass er sich nichts gebrochen hatte. Die Kleidung war zerrissen, aber außer einigen Abschürfungen an Brust, Ellbogen und Knien und leichten Schnittwunden war der Körper unversehrt. Die Verletzungen hatten sich ganz auf den Kopf konzentriert, als wäre er auf ihm einhergerollt. Die Rache des Kuttenmanns? Wer weiß. Der Körper ist ein seltsames Ding, und wenn er einen Unfall hat, bei dem unmenschliche Kräfte wirken, steht das Ergebnis in den Sternen.